Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Stefan aus Katzweiler. Hallo Konishi Team. Bis vor 2 Tagen hatte ich keine Probleme mit Nitrit und Nitrat. Am 11.05. habe ich Tosa hinzugesetzt und deshalb den Teich zuvor auf 0,5% aufgesalzen. Zum einen wegen der Neuzugänge und wegen der alten Blüte. Gleichzeitig habe ich eine 75 Watt UVC-Lampe an meinen 13.000 Liter Teich angeschlossen. Circa 4.000 Liter laufen über die UVC. Nach 2 Tagen habe ich weiter auf 0,6% aufgesalzen, da keine Besserung mit den Algen in Sicht war. Die 0,6% haben die Algen sterben lassen. Und 6 Tage später steigt das Nitrit auf 0,6 Milligramm pro Liter. Ich habe gleich einen 25% Wasserwechsel gemacht. 0,4% Salz ist noch im Wasser. Ich würde gerne wissen, warum das passierte. Ich habe gelesen, dass die UVC ein O abspaltet und so aus den abgestorbenen Algen Nitrat und Nitrit wird. Was soll ich die nächsten Tage und Wochen machen? Beste Grüße, Stefan. Lieber Stefan, also, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Ja, UV-Licht kann vom Nitrat NO3 ein O abspalten, dass es zu Nitrit wird. Aber das schaffst du weder mit 4000 Liter über eine 75 Watt UV-Lampe und in einem normalen Koi-Teich-System schafft das niemand. Oder er investiert 30 kW Peak von der Photovoltaikanlage rein in UVC-Leistung und lässt dort nur ganz langsam Wasser drüber laufen. Unter Extrembedingungen, wenn ich es noch richtig weiß, bei 300 Watt und 1000 Liter, die wir haben durchlaufen lassen, Genesis UV-Lampe, kamen wir irgendwo auf 0,8 oder so Milligramm pro Liter Nitrit, also wo wir Nitrat in Nitrit umgewandelt haben. Und da darf man nicht vergessen, das sind nur 1000 Liter in der Stunde, wenn das nachher wieder in Mischung geht. Also das halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt das Absterben der Algen alleine war, was dein Nitrit hat steigen lassen. Ich glaube, bei dir ist es mehr oder weniger eine Mischung aus allem. Ich weiß auch nicht, wie du aufgesalzen hast. Der Klassiker ist, dass, also ich kenne Leute, die schmeißen es in die Vorkammer, in ihrem Filter, dass erstmal die Salzlauge in Anführungszeichen durch den Biofilter geht. Das ist schlecht. Ihr solltet es nicht in den Bodenablauf werfen, nicht ins Kimmer werfen. All das solltet ihr nicht tun, weil wenn die Konzentration für den Biofilter ruckartig, schlagartig zu hoch ist, dann kann der Filter durchaus absterben und sowas kann dann die Folge sein. So, ich würde jetzt aber an deiner Stelle gar nicht so sehr fragen, woher kommt es, was ist passiert, sondern würde mir mehr die Frage stellen, wie solltest du jetzt reagieren? Ich würde auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste bei Nitrit, das Salz, die Salzkonzentration nicht unter 0,1, 0,15 fallen lassen, weil dadurch wird das Nitrit für die Fische mehr oder weniger ungiftig, also unkritisch, zumindest in den Höhen von 0,6 Milligramm pro Liter. So, dann solltest du auf jeden Fall trotzdem, wenn jetzt mal die Zeit der Vergesellschaftung vorbei ist, solltest du die Fische ein bisschen füttern und dann jeden Tag einmal das Nitrit messen. Und wann misst du das Nitrit? So circa 2 Stunden nach der letzten Fütterung am Tag ist das Nitrit am höchsten. Und dann solltest du dokumentieren, dass es fällt, dass es also wirklich am Zurückgehen ist. Ist es nicht am Zurückgehen, dann solltest du dir wirklich die Frage stellen, warum ist dein Filter abgestorben? Was ist passiert, dass dein Filter gestorben ist? Weil ansonsten müsste sich der Filter relativ schnell an diese Situation anpassen. Wir haben jetzt Temperaturen um die 20 Grad, vielleicht hier und da auch schon über 20 Grad. Also da sollte das alles relativ schnell laufen. Wasserwechsel kannst du ganz normal machen, wie immer. Du wirst merken, oder würdest merken, wenn du jeden Tag 20-30% wechselst, dass dein Nitrit nicht wirklich dadurch dauerhaft nach unten geht. Da kannst du immer kurzzeitig ein bisschen Wasser aus dem System schwemmen. Aber wenn dein System sagt, das Wasser ist jetzt bei der jetzigen Fütterung, bei der jetzigen Filterleistung ist dein Nitritwert 0,6, dann wird sich nach dem Wasserwechsel, als erstes gibt es einen Knick nach unten, vielleicht auf 0,4. Und dann wirst du sehen, nach ein paar Stunden ist es wieder auf 0,6. Also damit kommst du nicht weiter. Wenn du Wasserwechsel machst, danach wieder gucken, dass das Salz immer noch zwischen 0,1 und 0,15 ist. Das ist ganz arg wichtig. Und ansonsten heißt es jetzt einfach, den Filter wieder auf Vordermann bringen und Ruhe bewahren, 0,6 Milligramm pro Liter Nitrit. Bei Zugegensein von Salz wird deine Fische nicht töten. Es wird sie auch erstmal nicht krank machen. Wenn du das dauerhaft hast, dann ist es ein ernstzunehmender Stressor,
der dann in Kombination mit anderen Stressoren zum Krankheitsausbruch führen kann. Aber soweit für die nächsten Wochen ist da keine Gefahr in Verzug. Aber du solltest gucken, dass du deinen Filter wieder zum Laufen bekommst. Vielen Dank, Stefan, mach's gut und viel Glück. Ciao.